Ein Roboterarm war der Ausgangspunkt für die Erfolgsgeschichte des kanadischen Unternehmens Kainova. Inzwischen können die Produkte viele Funktionen eines menschlichen Arms übernehmen. Auf der ReaCare 2019 gibt Kainova einen Einblick in die hohen Qualitätsstandards der assistiven Robotik. Wir haben angefangen mit einer mechanischen Roboterlösung, sozusagen ein mechanischer Arm, der jetzt komplett voll integriert in eine Elektronik, halt in eine Robotik integriert wurde. Die ReaCare ist grundlegend wichtig für uns, da wir nicht nur Endkunden treffen und mit denen reden können über unser Produkt, sondern auch Hersteller und andere Sanitätshäuser, Krankenkassen. Man kommt halt mit allen, die im Hilfsmittelmarkt aktiv sind, in Kontakt und kann halt das Produkt neu vorstellen.